Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Sven Reger wegen des Verdachts des Mordes wird hiermit fortgesetzt. Also, dieses Päckchen ist ein zweites Mal untersucht worden. Ich kann Sie alle beruhigen, es hat sich keine Bombe drin befunden. Zum tatsächlichen Inhalt des Päckchens kommen wir später noch. Ich frage mich allerdings, wieso zwei Personen hier sofort wie selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass sich in diesem Päckchen eine Bombe befindet. Ja, also Herr Fenske, Sie stehen nach wie vor unter Wahrheitspflicht. Die Belehrung von vorher gilt auch weiter. Wollen Sie uns das erklären? Ja, ich war mir einfach sicher, dass es... Was? Sie waren sich einfach sicher? Keiner außer Ihnen beiden ist überhaupt auf die Idee gekommen, dass sich in diesem Päckchen eine Bombe befinden könnte. Nur Sie beide, weil Sie im Hafen eine Gang sind, haben sofort kapiert, dass dieses Päckchen eine Warnung sein könnte. Das war doch reiner Zufall, dass wir beide da gleich reagiert haben. Das war kein Zufall. Sie sind beide in einer Gang und Sie sind beide in illegale Schmugglergeschäfte verwickelt. Herr Fenske, ich erinnere Sie jetzt noch mal eindringlich an Ihre Wahrheitspflicht. Das ist mehr als offensichtlich, dass Sie beide uns hier etwas verheimlichen. Und Sie haben ja schon zu Beginn Ihrer Vernehmung mit dem Angeklagten geflüstert. Ja, Gang ist zu viel gesagt. Wir machen Geschäfte. Geschäfte? So, als Klappe! Herr Reger, Sie sind jetzt mal ganz still. Aber, ganz still sind Sie. Ich halte mich jetzt gerade mit Herrn Fenske und nicht mit Ihnen. Und noch ein Wort und ich lasse Sie hier aus dem Sitzungssaal entfernen. Ja, also Sie machen Geschäfte. Welche Art von Geschäften denn? Also, illegale, oder? Nein, 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 nein. Nichts Illegales, nein. Ehrlich. Ab und zu fällt mal was vom Container und das verkaufen wir dann. Das ist völlig legal, ehrlich. Also, ich zumindest glaube Ihnen kein Wort. Aber was noch viel wichtiger ist, Ihr Alibi habe ich Ihnen auch von Anfang an nicht abgekauft. Er war bei mir, er kann die Himpel gar nicht umgebracht haben. Und das mit den Geschäften, das habe ich doch nur verschwiegen, weil wenn ich das gesagt hätte, dann hätte das Alibi erst recht keiner mehr geglaubt. Versuchen wir es mal von der anderen Ecke. Kommen wir doch noch mal zu diesem Päckchen. Also in diesem Päckchen, da hat sich ein nachgemachter Goldbarren befunden. Und darauf ist ein Zettel. Und auf dem Zettel steht Folgendes geschrieben. Das ist die letzte Warnung an Sven Reger. Das nächste Mal macht es bumm. Ausrufezeichen. Können Sie uns erklären, was damit gemeint ist? Hat dieses Päckchen mit dem Goldbarren und der Warnung irgendwas mit Ihren Geschäften, mit dem Angeklagten zu tun? Machen Sie jetzt endlich den Mund auf, Fenskel. Ich sag's Ihnen zum letzten Mal. Es ist sonnenklar, was hier läuft, ja? Sie sind zusammen mit Reger in einer Gang. Offenbar haben Sie am Hafen Gold geschmuggelt. Warum sollte denn sonst da ein selbstgebastelter Goldballen drin sein? Sie wollen immer noch nichts sagen. Dann sag's ich Ihnen, diesen Goldschmuggel, den hat die Frau Karin Himpel mitbekommen. Und sie wollte dem Sven Reger das Handwerk legen. Und deshalb musste sie sterben. Also Herr Staatsanwalt, ich sehe das ganz anders. Vielleicht handelt es sich bei dem Päckchen um die Warnung einer anderen Hafengang. Vielleicht wurde wirklich Gold geschmuggelt und die beiden Gangs haben Ärger untereinander bekommen. Aber vielleicht handelt es sich bei dem Absender auch des Pakets auch um jemanden, der den Mord an Karin Himpel meinem Mandanten unterjubeln möchte. Wissen Sie was, Frau Verteidigerin, ist ja völlig egal. Gangfehde oder Warnung hin oder her. Ich glaube, der Angeklagte hat hier jedenfalls eine Warnung bekommen. Das ist ja wohl eindeutig, weil er sich das Gold unter den Nagel gerissen hat. Und das belegt auch, dass die Karin Himpel seinen illegalen Machenschaften auf die Spur gekommen ist. Ja? Und sie deshalb sterben musste. Herr Reger, wollen Sie dazu was sagen? Herr Fenske, wollen Sie nicht erklären, welche Geschäfte Sie genau machen? Gut. An der Stelle kommen wir erstmal so nicht weiter. Dann nehmen Sie mal bitte hin Platz. Sie bleiben unvereidigt. Die Zeugin Aga Ammann, bitte. Frau Ammann, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Frau Ammann, ich muss Sie zunächst mal belehren, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja? Ja. Sie heißen Aga Ammann? Ja. Also. Beruflich kennen mich alle unter Chantal. Gut, zum Beruf kommen wir ja gleich noch. Sie sind 24 Jahre alt, Sie wohnen in Bremerhaven und Sie sind geschieden. Sie sind Prostituierte, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Dem Angeklagten Sven Reger, dem hat vorgeworfen, seine Chefin, die Frau Karin Himpel, im Lager von Schiffbau Himpel niedergeschlagen zu haben. Dann die bewusstlose Frau soll er in den Kofferraum ihres Wagens verfrachtet haben. Und dann soll er den Wagen im Hafenbecken versenkt haben. Ich weiß, also das hat Karin wirklich nicht verdient.
Woher kennen Sie Karin Hempel? Also ich kenne die Karin aus dem Rosus. Das ist so ein Hafen, ja, Club. Und da habe ich oft mein Päuschen gemacht und da war die Karin eben halt auch. Und da sind wir uns dann eben näher gekommen, also quasi ins Gespräch. Meine Frau hatte Kontakt zu Ihnen? Ja, natürlich. Nur weil ich eine Hure bin, heißt das, sie darf mit mir keinen Kontakt haben. Wir haben uns super verstanden und wir haben öfters unsere Pausen dort gemacht, gemeinsam. Also öfter hat Ihnen dabei die Karin Hempel auch was über Ihre berufliche Situation erzählt? Also wir haben uns quasi dadurch erst viel näher kennengelernt, dass ich sie schon mittags wirklich aufgelöst in der Bar gefunden habe, wo sie sich dann schon mittags quasi den Whisky gekippt hat, weil sie so fertig war. Es ist ja nicht leicht im Lager und da mit diesen Sven Rege, da ging es ja richtig zur Sache. Ne? Also sie hatte recht viel Ärger mit ihnen am Hut. Ah, das hat sie ihnen erzählt. Hat sie ihnen auch erzählt, welchen Ärger sie mit dem Sven Rege hatte? Ja, also er hat gemacht, was er wollte. Sie konnte sagen, was sie wollte. Und das hat ihn gar nichts interessiert. Also er hat da sein Ding durchgezogen. Er hatte in einer Firma natürlich auch krumme Sachen, irgendwie Geschäfte am Laufen, wo sie das vermutet hat. Also sie hat... Sie vermutet was für Geschäfte? Ja, so Schmuggelsachen, Schmuggelgeschäfte. Und sie hat vermutet eben, dass er mit in der Sache verwickelt ist. Wann hat sie Ihnen das gesagt? 2 Tage vor ihrem Tod. Sie sagte, sie wollte der Sache nachgehen. Ah, diese Weiber, was ihr euch angeblich immer alles erzählt. Das ist absurd, ist das? Ja, lass uns doch quatschen. Außerdem habe ich selbst ein Gespräch mitbekommen, wo du über einen Deal am Hafen gesprochen hast. Völliger Bullshit. Moment, Moment. Was haben Sie da gehört? Wann haben Sie das gehört? Bei welcher Gelegenheit? Ja, es war so gegen 23 Uhr, also 2 Tage vor Karins Tod. Da war der Sven quasi als Kunde bei mir. Und als er gegangen ist, dann ist, hat quasi sein Handy geklingelt und die Tür war noch offen. Und da habe ich das quasi mitbekommen. Und was haben Sie da gehört? Ja, also ich habe nur einzelne Sätze so quasi mitbekommen. Na logisch, klar bin ich dabei, das ist ein cooler Deal, das ist doch voll viel Asche für uns. Ja, und dann nur was? Und dann hieß es ja, wie, die Frau Hempel weiß Bescheid. Na, und dann auf einmal hat er gesagt, ja, darum werden wir uns ja kümmern. Völliger Bullshit, völliger Blödsinn. Haben Sie das gehört, Herr Fenske? Ja, das habe ich. Die Schilderung passt doch genau zu dem Einzelverbindungsnachweis. Also zu dem Anruf aus Ihrer Wohnung, wo einer Ihrer Kumpels angerufen haben will. Die Schlampe lügt doch. Wollen Sie jetzt weiterhin behaupten, dass Sie es nicht waren, der den Angeklagten gewarnt hat? Haben Sie mitbekommen, mit wem der Herr Reger da telefoniert hat? Nein, leider nicht. Wer hat dich für die Aussage bezahlt, hä? Das war der Josef, ne? Ja, genau, der war das. Komm, gib zu, du billige Stampel. Jetzt ist aber mal genug. Aber Moment, Sie bedrohen hier niemanden, Sie stehen hier nicht auf und Sie beleidigen hier niemanden. Dass die so einen Mist verzapfen darf. Noch ein Wort und es gibt ein Ordnungsgeld. Also wirklich, ich wurde von niemandem bezahlt. Und noch nicht mal von diesem Josper. Von sonst auch niemanden. Ich lasse mich auch nicht bezahlen. Wer ist dieser Josper oder Josip oder wie immer der heißt? Ja, also das ist so ein Hafenclubbesitzer. Bei uns am Hafen. Also quasi, das ist so ein... Der hat es auch nicht gerade sauber hinter den Ohren, muss man sagen. Also der hat auch seine krummen Geschichten oder Geschäfte da auch am Laufen. Ne? Also ich kann persönlich mir wirklich nicht vorstellen, dass er mir irgendwas anhängen würde oder mich dafür bezahlen würde. Warum sollte er mich dafür bezahlen? Also hat mir ja nichts. Also ich habe ihm nichts getan, er hat mir nichts getan. Also. Frau Amann, kommen wir doch mal zu was anderem. Sie haben doch gerade gesagt, dass Sie sich so gut mit Karin Hempel verstanden haben. Hat sie Ihnen auch mal was Persönliches erzählt? Ja, hat sie. Und auch was über Ihre Ehe? Ja, öfters. Und was hat sie Ihnen da so erzählt? Ja, also sie hat mir eben erzählt, dass es mit ihrem Mann nicht so gut läuft. Na, und eigentlich höre ich das immer von meinen Kunden, anstatt von einer Ehefrau. Na. Also, und die hat wirklich gesagt, dass ihre Ehe wirklich nicht mehr so gut ist. Dass es wirklich vorbei ist. Also, es ist wirklich... Was faseln Sie denn da? Ja, klar. Ja, Karin und ich, wir haben uns geliebt. Unsere Ehe, die war super. Das sagen Sie, Ihre Frau hat das aber ganz anders gesehen. Wie hat sie es denn gesehen? Ja, sie hat eben gesagt, sie ist eben mit ihrem Mann nur noch auf Papier verheiratet. Ne? Und sie hat dann auch eben dazu gesagt, dass sie wirklich die Vermutung hat, dass er eine andere hat. Klar. Ich hatte keine Affäre. Frau Amann. Ja, das sagt jeder. Ja, hat sie Ihnen auch gesagt, mit wem Ihr Mann da eine Affäre Leider nicht, das hat sie mir nicht gesagt. Frau Amann, das glaube ich Ihnen nicht. Wenn Sie so ein inniges Verhältnis hatten mit der Frau Hempel, warum soll die Ihnen dann nicht gesagt haben, mit wem Ihr Mann diese Affäre hat? Naja, ich gehe mal davon aus, sie wusste es selbst nicht so richtig. Also mir hat sie wirklich nicht alles gesagt. Also ich weiß nur das, was sie mir gesagt hat.
Frau Amann, aus Ihrer polizeilichen Vernehmung geht hervor, dass Sie dringend aus dem Milieu aussteigen möchten. Ja, das stimmt. Aber da käme Ihnen doch ein ordentlicher Geldsegen gerade recht, oder? Naja, ich meine, wem würde so etwas Geld nicht gerade recht? Also bevor Sie jetzt weiterfragen, muss ich, glaube ich, die Zeugin aus Fürsorge belehren, § 55 StPO. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn die Gefahr besteht, dass Sie selbst in Verdacht geraten, irgendeine Straftat begangen zu haben. Schon klar. Also, Frau Amann, wo waren Sie zur Tatzeit? Also, das habe ich auch schon der Polizei, also quasi denen gesagt, dass ich in einem, also in einer Stadt war. Das war in einem Fastfood-Restaurant und da habe ich eben mein Päuschen gemacht. Na, also ich habe da mal meine Pause mal woanders gemacht, weil es ist ja auch auf Dauer langweilig immer an der gleichen Stelle. Ja, und da habe ich den Herrn Himpel gesehen, also den Mann quasi von der Karin. So ein Zufall, kann ich da nur sagen. Kann es vielleicht sein, dass Herr Himpel Sie für dieses Alibi bezahlt hat? Nein. So, also wer soll mich denn noch bezahlt haben? Wissen Sie was, ich glaube Ihnen beiden kein Wort. Und wenn ich Sie so ansehe, vielleicht passen Ihnen ja die Dessous. Was für ein Dessous? Also die Dessous, die Thomas Himpel für seine Affäre in Größe 80B gekauft hat. Und weiter? Wissen Sie was, vielleicht hatten Sie ja diese Affäre mit Thomas Himpel. Ich? Vielleicht haben Sie sich gedacht, dass der schicke Marketingleiter Ihnen helfen kann, aus dem Milieu rauszukommen. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst, doch, oder? Ich habe damit nichts zu tun. Gar nichts. Also Sie können uns beiden quasi jetzt nicht unterstellen, dass wir was mit dem Mord an Karin zu tun haben, oder? Also doch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Herr Himpel Sie quasi engagiert hat, dass Sie die Drecksarbeit für ihn machen. Dass Sie Karin Himpel umbringen und er Ihnen aus Gegenleistung dann hilft, aus dem Milieu rauszukommen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Nee, ich habe damit nichts zu tun. Der hat dich dafür bezahlt und für Kohle machst du ja wohl alles. Nein, niemand hat mich bezahlt. Was soll das eigentlich? Wer hat mich denn heute noch bezahlt? Also langsam reicht es mir wirklich. Ich habe nichts mit dem Thomas gehabt. Keine Affäre, nichts. Sind Sie beide denn per Du? Bitte? Ja, weil Sie gerade den Herrn Himpel da beim Vornamen genannt haben. Na und? Nee, also ich habe mit dem Thomas keine Affäre gehabt. Wirklich nicht. Also erstmal zu den Dessous möchte ich gerne zurückkommen. Sie sagten ja, das war ja 80D. B. Ach, B. Mhm. So, genau. B, ich habe 75D. Also ich meine, D, das ist schon etwas größer. Und wenn, dann müsste es ja jemanden von der kleineren Version vom Körbchen passen. Wahrscheinlich nicht mehr. Also ich meine, wenn, dann muss es da hinten eher der Dame passen, aber bestimmt nicht mir. Vielleicht hat ja der Himpel die Größe nicht so gut gekannt. Ja, also ehrlich, einen Mord lasse ich mir nicht anhängen. Also ich sage jetzt die Wahrheit. Also Thomas. Chantal, bitte nicht. Also es geht nicht. Ich habe nichts mit dem Mord an Karin zu tun. Wirklich nichts. Also ich habe auch nicht gerade die Wahrheit gesagt. Also inwiefern nicht? Ich habe ihn, also wir haben uns nicht rein zufällig im Fastfood-Restaurant getroffen. Sondern er war bei mir. Also was? Er ist quasi mein Kunden. Und wieso haben Sie es nicht gleich gesagt? Er hat mich drum gebeten. Also ich meine, das Alibi stimmt ja soweit. Also es war ja soweit auch alles richtig, nur dass wir quasi kein Burger essen waren, sondern dass er bei mir war. Er wollte eben nicht, dass es rauskommt, dass er zu mir geht. Ich meine, ich glaube, das ja wohl nicht. Du warst bei Nutten? Oh, Jana, bitte. Du warst bei diesem billigen Flittchen? Frau Künstler, jetzt achten Sie mal ein bisschen auf Ihre Wortwahl. Herr Himpel, zunächst mal an Sie. Stimmt das, was die Frau Amann hier sagt? Auch Sie weiterhin Wahrheit sagen, sich selbst nicht belasten müssen. Ja, das stimmt. Und was ich mich noch viel mehr frage, Frau Künstler, wieso regen Sie sich da eigentlich so auf? Auch Sie müssen die Wahrheit sagen und sich selbst nicht belasten. Also das ist ja wohl das Allerletzte hier. Oh, jetzt reg dich doch nicht auf und spiele den Moralapostel. Du hast doch genauso viel Dreck am Stecken wie ich. Wie meinen Sie das denn? Du gewünscht hättest, dass wir beide ein Paar geworden wären. Aber wieso? Wir können doch jetzt ein Paar sein und steht doch nichts mehr im Wege. Jana, wir werden kein Paar. Du hast schon immer rumgeklettet und du wolltest, dass ich mich von Karin trenne. Und dann hast du mich auch noch erpresst. Ich liebe dich doch, Thomas. Jetzt Moment mal, womit hat die Frau Künzel sie erpresst? Im Grunde genommen habe ich die Affäre schon beendet und dann ist sie total ausgeflippt und hat dann gesagt, dass sie der Karin alles über die Affäre sagen wird. Wenn nicht was passiert? Ja, wenn ich nicht wieder mit ihr zusammenkomme. Und haben sich darauf dann eingelassen? Ja, natürlich. Was hätte ich denn machen sollen? Ich meine, wenn das rausgekommen wäre, ich wäre doch vor dem beruflichen und finanziellen Ruin gestanden. Das heißt, Sie haben Jana Künzel gar nicht geliebt, sondern Sie sind aus reiner Angst mit ihr zusammengeblieben? Ja,
So kann man das sagen. Du gemeines, mieses Arschloch! Ich habe einfach für uns alles getan. Und was machst du? Du machst alles kaputt! Was hast du denn für uns getan? Gar nichts! Du hast nur alles für dich getan! Was? Nein, ich habe sogar meine beste Freundin geopfert! Wie sollen wir das verstehen? Sie meinen, Sie haben Karin Hempel umgebracht? Sie war unsere Liebe im Weg. Oh Gott. Was hast du getan? Ich musste es tun. Ich habe ihr von unserer Affäre erzählt. Wann? Eine Woche, bevor sie im Hafenbecken gestürzt ist. Davon hat sie mir überhaupt nichts gesagt. Dann hat sie vielleicht die Kreditkartenabrechnung nur deshalb geholt, weil sie nach Beweisen gesucht hat. Ich liebe dich doch, Thomas. Sag mal, wie krank bist du eigentlich? Ich bin nicht krank! Ist das vielleicht hier so eine Geschichte wie damals mit deinem Vater oder was? Beziehst du das jetzt auf Karin und mich oder wie? Was meinen Sie für eine Sache mit Ihrem Vater? Ach, na ja, sie war schon mal in Behandlung damals, als sie noch in der Jugend war, weil sie immer mit ihrer Schwester um die Liebe von ihrem Vater konkurriert hat und sie immer denkt irgendwie, dass sie gegen andere Frauen keine Chance hätte. Na ja, gut, sowas kann eventuell natürlich so eine Erfahrung, eine Erklärung liefern, aber ich denke, mit solchen Dingen sollte sich eher ein Psychiater beschäftigen. Also die einzige Erklärung, die ich habe, dass ich Thomas liebe, ich werde ihn nie aufgeben. Und jetzt, ich will einen Anwalt. Sie haben eiskalt Ihre Freundin umgebracht und dann haben Sie meinen Mandanten mit seinen Vorstrafen als perfekten Sündenbock benutzt. Sie haben den ganzen Mord so inszeniert, dass alles auf die damalige Tat meines Mandanten hindeutet. Ich bin wirklich fassungslos. Dann haben Sie noch die Handschuhe genommen und in den Kofferraum geworfen, damit wirklich jeder denkt, es war mein Mandant. Und Zugang zur Firma hatten Sie ja durch Karin Hempel, Ihre Freundin. Ich bin echt schockiert. Alles ganz genauso, wie ich es von Anfang an gesagt habe. Ich bin wohl die einzig ehrliche Haut hier. Sie wissen ja, ja, wie sowas aufgenommen wird, dass ich auch nicht lache. Ja, wegen Ihrer Schmuggelaktivitäten, da wird noch ganz viel Ärger zu Ihnen ins Haus kommen. Darauf können Sie sich verlassen. Und über diesen Josip, da haben wir jetzt auch ein paar Ermittlungsansätze. Hm? Ja, ich glaube... Für das, was wir heute hier verhandeln, haben wir allerdings genug gehört. Und da hat noch jemand Fragen an die Zeugen? Ich habe keine Fragen. Dann bleibt die Frau Künzel unvereidigt, der Herr Hempel bleibt unvereidigt und auch die Frau Ammann natürlich unvereidigt. Frau Ammann, Dankeschön. Bitte. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Bundeszentralgerichtsauszug muss dann gar nicht verlesen werden, nehme ich mal an. Noch irgendwelche weiteren Erklärungen, weitere Anträge? Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Schwurgericht, ich glaube, ich kann es ganz kurz machen. Meinen Antrag stelle ich vorweg. Der Angeklagte ist auf Kosten der Staatskasse freizusprechen. Sie brauchen nicht so grinsen. Ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt. Es kommt noch einiges auf Sie zu. Die ganze Sache hat sich eigentlich ganz einfach, fast schon klassisch ereignet. Die Geliebte will die Ehefrau ihres Geliebten aus dem Weg schaffen. Nur so perfide und so durchtrieben, wie Sie es gemacht haben. Das kommt selten vor. Aber auf Sie wird ein entsprechendes Verfahren warten. Und Sie können davon ausgehen, dass Sie wegen Mordes lebenslang sitzen bleiben. Herr Seeloff, ich erkläre Ihnen gleichzeitig die vorläufige Festnahme. Der Herr Seeloff wird Sie nachher wegbringen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Herr Hempel, als Nebenkläger, können Sie auch noch was sagen? Sie können auch einen Antrag stellen, wenn Sie wollen. Nee, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Dankeschön, Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, Herr Hempel. Einmal Mörder, immer Mörder, hat sich Frau Künzel wohl gedacht, als sie die Ehefrau ihres Geliebten ermordet hat und dann die Tat so inszeniert hat, dass alles an den damaligen Mord meines Mandanten erinnert und damit der Tatverdacht automatisch auf ihn fiel. Tatsächlich hat sie aber selbst die Ehefrau von Herrn Hempel umgebracht, um mit ihrem Geliebten zusammen zu sein, der daran überhaupt kein Interesse hatte. Alles umsonst. Ich beantrage, meinen Mandanten freizusprechen. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Herr Reger, Sie haben die Anträge gehört. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Sven Noeger wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Der Nebenkläger Michael Hempel trägt seine Auslagen selbst. Nehmen Sie bitte Platz. Die Ehefrau, die mag ja so mancher Affäre im Weg stehen. Auch dass eine Ehefrau zugleich die beste Freundin der Geliebten ist, das soll öfter vorkommen. Aber dass man diese Ehefrau und beste Freundin dann durch einen Mord aus dem Weg schafft, das finde ich unglaublich. Und dass der Weg für sie gar nicht frei war, weil sie den Herrn Hempel ja nur durch eine Drohung dazu genötigt haben, sich überhaupt weiterhin mit ihnen zu beschäftigen, das ist ihnen offensichtlich entgangen, Frau Künzel. Vielleicht, weil sie sich selbst im Weg stehen. Aber darüber wird wohl ein Psychiater zu befinden haben.
Herr Reger, ein Freispruch in einer Mordsache wegen erwiesener Unschuld, das ist eine feine Sache, das ist normalerweise Grund genug, ein Fass aufzumachen, richtig zu feiern, mit den Hafenkumpels, mit der Hafengang, mit fröhlichen Mitmenschen wie dem Herrn Fenske. Aber Sie sollten sich da nicht zu früh freuen, obwohl ich jetzt folgenden Beschluss erlasse. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Bremerhaven vom 16. Februar 2009 wird aufgehoben. Warum sollten Sie sich nicht zu früh freuen? Weil ich hier schon den nächsten Haftbefehl habe. Es ist überhaft notiert aufgrund eines weiteren Haftbefehls des Amtsgerichts Bremerhaven wegen gewerbsmäßiger Hehlerei. Und deshalb werden Sie heute also nichts zu feiern haben, nicht freigelassen. Und angesichts dieses neuen Verfahrens möchte ich nicht in Ihre Haut stecken. Und damit sind wir schon bei Ihrer doch sehr gewagten Feststellung. Ich bin hier die einzig ehrliche Haut. Das ist eine sehr subjektive Einschätzung. Mag ja sein, dass Ihre Haut ehrlich ist. Aber das ist so ähnlich wie, wenn ein Metzger sagt, ich bin eine ehrliche Haut. Dem wird man auch sagen, mag ja sein, dass die Haut ehrlich ist. Aber schöner wäre es, wenn das ehrlich wäre, was in deinen Wursthäuten steckt. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. So, Frau Künzel, Sie haben den Staatsanwalt in Sempelo hier gehört. Sie sind festgenommen. Nehmen Sie Ihre Tasche, kommen Sie mit. Thomas, ich hab's doch nur für uns getan. Ach, geh doch. Thomas! Jana Künzel wurde wegen Mordes, Nötigung und uneidlicher Falschaussage zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Thomas Himpel wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten mit Bewährung verurteilt. Sven Reger und Ulf Fenske wurden wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei zu einer Freiheitsstrafe von jeweils 3 Jahren verurteilt.